Hi. Wie kam es zu dem Kampf in Las Vegas? Ja, also es kam sehr, sehr spontan zu dem Kampf in Las Vegas. Ich habe genau eine Woche vorher den Anruf bekommen für den Kampf und das Angebot, in Las Vegas zu kämpfen. Las Vegas, MGM Grand, das war für mich eine große Ehre, dort zu kämpfen. Der Gegner, Filip Prgović, ist natürlich stark und ich komplett untrainiert. Aber ich habe kurz überlegt, da ich eine Niederlage riskiere, wenn ich den Kampf annehme. Aber im Großen und Ganzen glaube ich an meine Qualitäten, vertraue mir selber und weiß, dass ich jeden ausknocken kann. Und das war der Schlüssel dazu, dass ich gesagt habe, ja, ich nehme den Kampf an. Wie war der Aufenthalt in Las Vegas für dich? Ja, der Aufenthalt in Las Vegas war natürlich der Hammer. Wie gesagt, am Samstag kam der Anruf, am Montag war schon direkt der Flug gebucht. Da bin ich geflogen. Und ja, es ist natürlich alles in ganz größeren Dimensionen, als ich das vorher kannte. MGM Las Vegas, ja, da habe ich geschlafen, da war ich die eine Woche, da fand auch das Pressetraining statt, die Pressekonferenz statt, Fotoshooting statt, also in der Arena fand vor dem Kampf auch alles statt. Es ist natürlich alles riesig, es ist alles ja, eine ganz andere Nummer, als ich das bisher kannte in Las Vegas. Und ja, es war für mich sehr, sehr aufregend, das alles mal mitzuerleben. Um einen Titelkampf, wenn man um einen Titelkampf in Las Vegas boxt, dann muss man natürlich viele Sachen vorher erledigt haben, medizinische Untersuchungen komplett, also von Kopf bis Fuß. Dann Fotoshooting, dann Pressetraining, dann Pressekonferenz, also all diese Sachen, die vorher stattfinden. Das heißt, in der letzten Woche ist eigentlich kaum Zeit für Training, weil man nur beschäftigt ist, ja, mit der Presse Sachen zu machen. Und ja, das war dann bis zum Freitag hin, war das alles erledigt. Da, bis dahin war ich auch allein in Las Vegas, da kam mein Team aus Deutschland, weil die ein bisschen Probleme mit dem Visum hatten. Und ja. Was hattest du noch für schöne Erlebnisse in Las Vegas? Ja, also ich habe die Möglichkeit gehabt, Las Vegas als Stadt kennenzulernen. Ist wirklich eine wunderschöne Stadt, die man sich gar nicht vorstellen kann, bis man das einmal live gesehen hat. Alles einfach in XXL, es ist einfach alles in XXL, alles ist viel größer, in ganz anderen Dimensionen, als wir das hier kennen in Deutschland. Und ja, das war natürlich eine unvergessliche Sache für mich, das Erlebnis in Las Vegas jetzt. Ja, das zweite ist, mit dem Essen gab es ein bisschen was, nicht so einfach, weil wirklich an jeder Ecke nur Fast Food zu essen gibt. Ich wollte vor dem Kampf, oder die letzte Woche vor dem Kampf, wollte ich natürlich mal was Gesundes essen, Nudeln, Reis und so Sachen. Das war wirklich problematisch, dort irgendwas Gesundes zu essen zu finden. Wenn man jetzt außerhalb kommt, ich denke, die Leute dort leben, die wissen das schon eher, aber wenn man jetzt als Tourist dahin geht, ist man nur von Fastfood-Ketten umgeben und irgendwelche Burger und also Sachen. Ja, die auch natürlich schmecken, sehr, sehr gut schmecken, aber ist halt nicht so das Gesündeste vor dem Kampf oder die Woche vor dem Kampf. Und ja, natürlich mein bestes Erlebnis dort war, ich habe am Kampftag, wenn man einmal in Las Vegas ist, muss man natürlich auch einmal spielen. So, und das habe ich auch gemacht, habe mit $10 habe ich $400 gewonnen. Das war für mich ein positives, gutes Erlebnis in Las Vegas. Und ja, das sind einfach Sachen, die man einmal im Leben vielleicht erlebt und nie wieder vergisst. Von daher freue ich mich sehr, sehr, sehr darauf, das Ganze miterlebt zu haben. Und ja, ist einfach eine wunderschöne und krasse Erfahrung gewesen, da auch jeder Boxer davon träumt, einmal in Las Vegas im MGM Grand zu boxen, wo Mike Tyson geboxt hat, wo Holyfield geboxt hat, wo ganz viele große Namen geboxt haben.
Und wie war letztlich der Kampf für dich? Ja, der Kampf, also wie gesagt, ich wusste ja vorher, dass ich nicht sehr, sehr fit war für den Kampf, dass ich eigentlich komplett untrainiert war. Von daher habe ich auch, ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt da rein und solange ich Luft habe, versuche ich den umzuhauen, weil ich weiß, ich habe die Qualitäten, jemanden umzuhauen. Also die erste Runde, wer den Kampf gesehen hat, hat auch gesehen, dass ich in der ersten Runde viel besser war als Filip Hrgović. In der zweiten oder Mitte zweiter Runde hat meine Luft leider nachgelassen und dann ging es für mich luftmäßig stark bergab. Aber für mich war das Erlebnis einfach wichtig zu sehen. Filip Hrgović wird ja jetzt als der kommende Weltmeister dargestellt. Er ist auch stark, keine Frage, starker Mann. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, für mich war es wichtig zu sehen, dass ich da wirklich Qualitäten habe, ganz, ganz, ganz oben mit zu boxen. Und dass ich auch, wenn ich mehr Luft gehabt hätte, wenn ich wirklich mich mal vielleicht 2 Monate auf den Kampf vorbereitet hätte, hätte ich den auch schlagen können. Also das sind alles Leute da oben, die auch schlagbar sind, obwohl man jetzt, wenn man vom Fernseher sitzt, denkt man sich, oh und so. Aber das sind einfach alles Leute aus Fleisch und Blut mit 2 Armen und 2 Beinen, die auch komplett schlagbar sind für jeden, also für jeden von uns. Auf jeden Fall für mich, würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte, irgendwann gegen Filip Hrgović zu boxen oder gegen irgendeinen anderen Bekannten aus Amerika oder woher auch immer. Weil ich weiß, mit einer guten Vorbereitung kann ich da auf jeden Fall siegreich aus dem Ring kommen. Vielen Dank an meinen Sponsor Platin Casino. Vielen Dank an meine Familie, an meine Freunde, die mich unterstützt haben von Anfang bis Ende. Vielen Dank an alle Zuschauer in Deutschland und alle Zuschauer weltweit, die mich unterstützt haben, die mich supportet haben. Und vielen Dank für all die tollen Nachrichten.